Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Atomic Heart. Beim letzten Mal haben wir es zumindest mal aus dem Gebiet vom... Ich weiß es nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall aus dem großen Labor raus. Da vorne ist schon wieder so eine Ente. Ich mag die nicht. Die gehen mir auf den Keks. Kann ich sie anlocken? Okay, damit gehen die relativ easy kaputt. Ich sollte die Kugeln von der Kalasch noch nicht verschwenden. So. Sollte ich nämlich die ganze Zeit schon mal ausprobieren, wie stark die Kalasch eigentlich ist gegen die Roboter. Für gegen was? Was laber ich? So. Dann gehen wir nochmal eins hoch. Das Schöne hier ist, die Roboter bleiben, glaube ich, tot. Weil keine Reparaturmöglichkeit, weil hier sind keine... Oh, da unten ist noch was, aber dann gehe ich erstmal hier hoch. Weil hier ist, da ist nur so einer. Ach, das war der von vorhin. Stimmt, wir kamen ja von hier. Haben wir dich. So. Dann bist du auch kaputt. Gib dich mal her, deine Teile. Ah, da ist eine Kamera. Ach du, das ist in dem Ding. Ja, ja, okay. Hier gibt es nämlich keine Cellas. Hey, Sergei. Alles in Ordnung, Junge? Was? Wo kam das jetzt her? Deswegen werden die nicht mehr repariert. Ah, ja. Das ist immer sehr gut, wenn die nicht repariert werden. Hä? Habe ich hier nicht gelootet? Oh! Ich habe nicht hier hinter geguckt. Ah, sieh mal einer an. Noch ein bisschen was. Schrotflintenpatronen, Kalaschpatronen. Apropos Kalasch, apropos Schrot. Dann machen wir es so. Ich wollte jetzt eigentlich die wieder dingern. Und dann wieder ausschalten, aber das hat nicht geklappt. Ach, da ist auch nochmal so eine Ente, ne? Aber hier ist nichts mehr. So. Das klappt ja ganz gut. So. Ich sollte auch öfter die Kalasch benutzen, merke ich gerade. Die ist echt gut. Da muss ich nicht lange überlegen, sondern einfach draufhalten. So, da haben wir noch. So. Und da haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Das wird auch so langsam mal Zeit. Hier. So. Ich würde noch mal ganz kurz Pause machen und ich bin gleich wieder da. Ein Sekündchen. So, da sind wir wieder. Gehen wir hier mal ran und gucken, was wir jetzt hier machen können. Wir können hier... Oh, wir können hier alles machen. Soll ich den... Oh.
Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Kalaschpatronen muss ich echt aufpassen tatsächlich. Die scheinen nicht so viele da zu sein. Was ich mal machen kann, ist, ich kann euch rausmachen, dich rausmachen, dich rausmachen. Adboy-Raketen kann ich auch mal rausmachen. Und dann kann ich mal, dann nehme ich mal vor allem mal die mittleren eher mal mit. Und die kleinen. Wir haben anscheinend ein unendliches Inventar. Und gar Feuerkartusche. Kondens nicht. So. Wenn wir die auseinandernehmen. Aber jetzt ist erstmal die Frage, ich kann ja an sich alle bauen, ne? Welche ist die stärkste? Schaden, Hälfte. Schaden, wenig. Schaden, stark. Oh, das ist gut. Was macht unsere Axt jetzt aktuell? Hallo? Kartuschenmodul. Aber die kann ich auch noch upgraden. Ladungsgeschwindigkeit. Aber Ladungsgeschwindigkeit? Okay. Und Griff. Wird mit jedem schon die Energieregeneration. Okay. Gut, sorry, wenn ich gerade die ganze Zeit am Handy tippen bin. Magazin können wir immer noch nicht upgraden. KS23 Magazin. Auf Karte anzeigen. Testgelände 1. Okay. Lauf, Mündungsbremse. Feuerrate. Ergonomie und Schaden wird hier auch nochmal besser. Okay. Weiß jetzt nicht. Ich würde mal die hier herstellen. So. Das machen wir auf jeden Fall mal. Das machen wir auf jeden Fall mal. Können wir ja auch schlimmstenfalls direkt einlagern und uns immer rausholen, wenn wir sie erst brauchen. Mhm, Nora geht wieder zu. Zugang gewährt. Dann wir mal. Ja, dann haben wir nämlich unzureichend. Okay. Dann haben wir zumindest mal schon mal die. Und dann tue ich das mal ersetzen. Gut. Ist sie denn jetzt auch wirklich was stärker? Soll es sein, Major? Ja, die ist jetzt auch wirklich stärker. Der Schneeball ist jetzt auf jeden Fall stärker. Vernichtender Hieb. Rammender Hieb. Okay. Verbessern. Okay. Ah, da fehlt uns wieder was. Energiereflektor, ein neuropathisches Modul mit genetischer Umleitung. Ja, ich weiß nicht, ob wir das. Jetzt gehen wir hier. Das ist geil. Dann würde ich tatsächlich wirklich hier nochmal.
dann hier auch nochmal. Und dann haben wir die voll, oder? Ja, dann haben wir die schon mal voll. Griff. Bessere Angriffsgeschwindigkeit. Kartuschen. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Kartuschengeschichten machen soll. Aber das ist cool. Weil dann haben wir jetzt hier zumindest einmal, dass ich während eines Angriffs nicht umfalle. Und dass ich Schutz habe, wenn ich einen töte. Das ist cool. Okay, dann will ich jetzt erstmal... Kann ich die Kalasch noch verbessern? Yep, verringerte Streuung. Dann haben wir dafür leider nichts mehr. Mündungsbremse haben wir auch keine. Magazin auch nicht. Konventionelles brauchen wir auch nicht. Die EM-Geschichte. Bestäubung. Ah, okay. Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles verbraucht. So, dann gehen wir mal weiter, wa? Aber ich gehe erstmal hier lang. Hier ist noch was. Wo ist der schon wieder hin? Okay. Den haben wir. Was ist der andere? Okay, die ist ein bisschen langsamer, was das Zuschlagen angeht, aber hat mehr Wumms. Das ist cool. Sehr cool. Okay. Kurzer Lag. Massiver Lag. Gut. Halt dich doch nicht überall dran fest. Okay. Dann haben wir hier wirklich auch wieder alles. Schöner Wasserfall. Kann man da was finden? Oh, ich würde da ja gerne hin, ne? Oh, die hat uns wieder gesehen. Oh Gott. Lass mich erstmal heilen, danke. Ey. Gut. Wo fliegt das denn hin? So. Ist hier noch irgendwas? Gegnerisch? Scheint nicht der Fall zu sein, oder? Nee, tatsächlich nicht. Doch. Da ist noch was. Okay.
Habe ich hier noch irgendwas? Ja. Zwei Sachen. Da. Und der Medizinschrank. So. Ich schalte ich mal eher aus. Also, rück euren Ausschalter. So, einmal. Ich weiß, es ist, der Schock am Anfang ist gar nicht nötig, aber ich würde den halt gern machen, dass sie nicht sich dann urplötzlich umdrehen. Und mich dann angreifen. Deswegen mache ich den gerne. Kurz bevor ich die attackiere. Wo geht's denn hier lang? Da will ich jetzt lang. Wenn man hier schon lang kann. Mutter? Oh. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass hier noch was ist. Geht's hier auch noch irgendwo lang? Ne, scheint nicht so. Was für cool. Kommen wir hier lang? Weiß nicht, ob wir hier lang dürfen. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Weil ich wissen will, wo ich hier hinkomme. Ah, okay, hier komme ich, glaube ich, wieder zurück. Okay, da komme ich zurück von da, wo ich hergekommen bin. Cool. Wasserfälle sind immer cool in Spielen, aber... Ja gut, da war jetzt ein bisschen Loot, aber... Wäre jetzt noch schön, wenn dahinter noch eine Riesenanlage wäre. Hinter dem Wasserfall, so eine Geheimversteckanlage. Ich glaube, das wird dann ein bisschen zu viel fürs Spiel. Aber mich freut es, dass sie hier tot bleiben, sonst habe ich echt, echt Sorge, dass ich hier nicht gut durchkomme. Das ist mir. Ich wollte erst drauf schießen, habe ich mir überlegt. Aber. Komm ich hier rein? Gibt's da drin was? Das wäre die nächste Frage. Haben wir auch. Da ist eine Mutter. Also so ein Mutterkomplex-Ding da. So. Den nächsten einmal ausschalten. Na, wie ist das? Dann gehen wir mal hier rein, wa? Oder?
So. Schön, dass wir das durch die Gardine durchdrücken. Hier war doch noch. Ah ja, hier. Und hier. Ah, und hier auch noch. So, aber jetzt haben wir hier alles, ne? Nee, da ist noch was. Lass doch die Tür los. Und ich habe ich doch jetzt. Sind hier vorne noch irgendwo Roboter? Ja, da unten. Oh, ich weiß auch welche. Ich glaube, ich habe da keinen Bock drauf. den hier hinten haben wir gelootet, ne? Ja, den haben wir. Den haben wir. Sind das nur zwei von denen? Oh. Nö. Ich hab jetzt das schon mal. Okay. Ja. Also die sind an sich relativ easy, wenn man die schon mal ein bisschen undamaged. Aber ich will halt nicht die Kalasch dafür verschwenden. Das ist so mein Problem. Ah, da ist die U-Bahn-Station. Schnauzevogel. Das sieht aber nicht gut aus dort. Ich hätte gerne mal wieder einen Speicherpunkt, wenn ich ehrlich bin. Auch schon wieder bei fast 25 Minuten. 22. I have to correct me. Ah, wenn man vom Teufel spricht, wa? Dann würde ich das tatsächlich aber mal so machen. Wir looten noch das Haus und dann würde ich speichern. Wie wär's? Klingt nach einem Plan, wa? Sind die wieder, wo war? Sind die wieder Kameras? Nee, ne? Ich lieb diese Pistole. Wieder Polymer. So. Dann looten wir hier mal. Ja, gibt's auch noch ein bisschen was zu looten. Können wir wieder mit jemandem reden? Hat jemand wieder Redebedarf hier von denen? Und ein kaputtes Hirn? Quasi gleichermaßen. Nee, von denen hier nicht. Dann gehen wir vorne rein. So. Der hat auch keinen Redebedarf. Ne, von dem hier hat auch keiner Redebedarf. Stick. So. Dann geht's hier noch. Ja. Kondensmilch. Dann gehen wir mal hoch.
finden wir hier noch einen Freund. Guter Feind. Das ist auf jeden Fall Feind. Da drinnen sind Sachen. Und da können wir, glaube ich, mit jemandem reden. Okay. So. Auch hier ist der Fernseher kaputt. Dann, gehen wir mal, dann schwimmen wir mal da durch. Mit dir reden wir gleich. Erstmal wird gelootet. Na? Ja, okay. Oh, wie geht's dir? Das ist ja eine Überraschung. Hör mal, du solltest hier verschwinden. Würde ich ja gern. Aber wer räumt dann die Sauerei hier auf? Nein, ich muss meine Arbeit erledigen. Ja, das dachten wir uns auch, als wir auf den Zug gewartet haben. Na gut, hoffentlich hast du mehr Glück. Oh, das war ja ein kurzes Gespräch. Ja gut, dann, dann. Da komme ich auch nicht rein, ne? An das kommen wir noch irgendwie nicht ran, ne? Oder doch? Ich wüsste halt nicht wie, ne? Gut, aber ich gehe mal speichern. Klar, durchs Glas kann ich es ausmachen, aber hier nicht. Kann hier rein? Nee. Oh Gott, so. Hey. Das darf ich nicht vergessen rauszuschneiden. Das ist widerlich. Sorry dafür. Das muss ich mir merken. So, dann gehen wir aber mal hier rein. Wir gehen erstmal an Nora. Anora ist nur im WNH, oder wie? Nicht im WNH, in diesem Ding. Und ausweichen. Oh, die Dinger sind genial. Okay. Können wir noch irgendwas verbessern? Bei der Kalasch vielleicht. Aber ich glaube nicht, ne? Ja, doch. Mündungsbremse, was ein bisschen mehr Schaden macht. Das machen wir auch. Schussgenauigkeit ist auch gut. Dann verschwenden wir nicht so viel. Nochmal mehr Schaden ist auch gut. Und dann fehlt uns was. Scheiße. Schade. Den Kolben können wir auch nicht. Okay. Bei der können wir, glaube ich, auch nichts mehr upgraden. Ne? Da ist auch schon alles hier ziemlich... ziemlich full. Bei der Schrot auch nicht. Ich glaube, ich verschwende das Zeugs gerade irgendwie ein bisschen. Und beim Schneeball. Alles so ein bisschen ein Schneeballsystem. Der musste sein, sorry. Ich würde... Den können wir demontieren, ne? Ich würde den mal demontieren. Ich bin mal so frei. Was ist mit meiner Nase jetzt los? Warum nehme ich diese PM-Dinge eigentlich immer mit? Ich nehme mal wieder lieber nur noch kleine oder immer noch kleine erstmal mit. Und ich würde tatsächlich mal auf die hier gehen. Eine Zeit lang. Weil ich da halt einfach mehr Schuss mitnehmen kann. Habe ich das Gefühl. Und vor allem habe ich dieses Kartuschensystem dran, gell? Oh, das ist gut. Das machen wir auch mal. Soll ich das nutzen? Ja, komm. Das können wir nicht nehmen. Das können wir auch nicht nehmen. Ah. Upsala.
So, dann, nochmal Polymer angucken, was wir da noch machen können. Und dann sind wir auch für heute erstmal durch. Du kannst eine Neuromid-Kapsel mit einer Hand einsetzen. Das ist geil. Das machen wir. Ja, das brauche ich nicht. Jeder anständige Major muss einen Marathon laufen können. Erhöht deine Laufgeschwindigkeit. Ja. Nur noch was anderes. Elektrizität, Schaden. Fügt einem Gegner in der Nähe Schaden zu? Okay. Gesundheit wird in Energie umgewandelt. Und das machen wir mal. Da sollte ich auch generell mehr reinmachen, mal, wa? Und sonst können wir nichts mehr. Ja, okay. Jetzt speichern wir aber. Und ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.